25 Jahre Technologiezentrum Warnemünde e.V. Erst einmal die gute Nachricht, der Verein, kurz TZW, ist eine Erfolgsgeschichte. Die zahlreichen Besucher der Festveranstaltung an diesem heißen Julitag konnten das nur bestätigen. Im Namen der Hansestadt Rostock war der Finanzsenator Dr. Chris Müller unter den Gratulanten. Also erstmal ganz herzlichen Glückwunsch an das TZW. Ich glaube, wir stehen heute hier vor einer richtigen Erfolgsgeschichte. 245 Unternehmen, die hier gegründet oder ausgegründet worden sind, 850 Arbeitsplätze, die für die Hansestadt Rostock entstanden sind. Also ich glaube, das spricht für sich. Hier ist tolle Arbeit geleistet worden in der schwierigen Zeit und solche Leuchtturmprojekte wie das TZW haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Hansestadt Rostock sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Man kann allen Beteiligten nur herzlich danken dafür. Auch die Geschäftsführerin des Vereins, der das Technologiezentrum maßgeblich aufgebaut hat, ist sichtlich stolz auf das Erreichte. Wenn Sie so wollen, verwalten ist ein ganz minimaler Teil, denn wir sind eher der Dienstleister für junge, technologieorientierte Gründer und die, die es werden wollen. Und dafür geben wir Service, geben wir Infrastruktur, passgerechte Projekte, auch Fachpersonal zur Seite, um die kleinen, jungen Pflänzchen dann zu großen, tollen Unternehmen, wie wir sie hier auch heute am Standort haben, wachsen zu lassen. Ja, alle sind sich einig, der Verein hat in den letzten Jahren Herausragendes geleistet. Rund um die Gebäude hat sich ein moderner Technologiecampus entwickelt, längst in einer eigenen Gesellschaft organisiert, der Technologiepark Warnemünde GmbH. Jetzt aber die schlechte Nachricht. Weitere 25 Jahre wird es für den TZW e.V. in den jetzigen Strukturen nicht geben. Die Mietverträge laufen zum September 2015 aus. Der Verein muss jetzt unter marktüblichen Bedingungen weiterarbeiten. Vor einigen Jahren hatte die Kommunale Objektbewirtschaftung und Entwicklung, kurz KOE, den Betreiberverein des Rostocker Innovations- und Gründerzentrums, vor eine ähnliche Herausforderung gestellt. Der Verein existiert heute nicht mehr. Beim RIGZ ist es bloß keinem aufgefallen, da das Gründerzentrum in der Südstadt in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch eine Rolle spielte. Anders beim Warnemünder Technologiezentrum. Der Verein ist regional und national gut vernetzt, organisiert Veranstaltungen und Kongresse zu technologieorientierten Themen und begreift sich als Dienstleister rund um das Thema. Wie die Zukunft nach der Kündigung aussehen kann, wissen die Akteure heute noch nicht. Sie sollen einfach auch mal herkommen, sich das anschauen, auch Unternehmer fragen und sehen, was hier für ein tolles Netzwerk geschaffen ist. Und dass es einfach gilt, dieses auch weiterzumachen für die Region, mit der Region und vor allem für die Unternehmer der Region. Noch hofft der Verein auf Unterstützung aus der Politik. Der KOE wiederum ist entschlossen, mit den Immobilien des TZW Geld zu verdienen und will diese selbst vermieten. Laut Senator befindet man sich allerdings noch in der Prüfungsphase. Na, wir sind im Gespräch und werden das in den nächsten Monaten entscheiden, was für die Hansestadt Rostock, das TZW und alle Beteiligten die beste Lösung ist. Fazit: Nach 25 Jahren geht auch in Rostock eine Ära der Subvention von Technologiezentren zu Ende. Doch keine Angst, die Kompetenz im Umgang mit technologieorientierten Unternehmensgründern geht nicht verloren. Es gibt ja auch die Technologiepark Warnemünde GmbH und zahlreiche andere Unternehmen und Initiativen, denen das Thema durchaus vertraut ist.